Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ja, vor einigen Tagen habe ich ein Video zum Thema PSA hochgeladen und ich würde sagen, darüber müssen wir wirklich nochmal sprechen. Ja, liebe Freunde, vor einigen Tagen, wie bereits gesagt, habe ich ein Video hochgeladen, das sich mit dem Thema PSA beschäftigt hat. Und zwar nicht mit dem Thema PSA im objektiven Sinne, sondern es war quasi ein Video, von dem ich mittlerweile davon ausgehe, dass ich es vielleicht etwas falsch gestaltet habe. Denn ich habe das Gefühl, dass einige von euch dieses Video bzw. den Sinn und Zweck dieses Videos vollkommen fehlinterpretiert haben. Denn es ist ein Video, das quasi meine Abneigung gegen PSA erklärt. Ganz wichtig, merke, das ist kein Video, das sich objektiv mit dem Thema PSA beschäftigt, sondern das ist ein Video, das sich subjektiv mit diesem Thema beschäftigt, also meine Meinung quasi widerspiegelt und wir wissen ja alle, dass ich PSA nicht mag, dementsprechend ein reines Argumentationsvideo gegen PSA ist. Ja? Denn, wie bereits gesagt, ich mag kein PSA, dieses Video soll erklären, warum ich es nicht mag, da wäre es natürlich relativ seltsam, wenn ich dann positiv darüber spreche. Und das ist auch der Knackpunkt. Dieses Video hat für sehr, sehr kontroverse Diskussionen in den Kommentaren gesorgt. Zum einen hatten wir also eine leicht höhere Aufrufrate als sonst. 750 Aufrufe haben wir aktuell. Das ist ein bisschen über dem Durchschnitt. Wir haben allerdings eine Menge Kommentare, 74. Das habe ich vielleicht einmal im Schaltjahr, wenn man so möchte. Also ich habe vielleicht auf dem ganzen Kanal bei über 200 Videos, 5 Videos, wo ich so viele Kommentare habe. Das ist echt der Wahnsinn. Sozusagen, also meine Abonnenten sind recht still. Ne? Sie sind da, aber sie zeigen eigentlich nicht gerne. Und also das war echt heftig. Und dass dieses Video auch die Gemüter gespalten hat, da kennt man auch an der Like-Dislike-Ratio. Normalerweise habe ich 0 bis 3 Dislikes. Hier hatte ich 12. Ja, also das ist immens. Also ich glaube, das einzige Video, das ich habe, das noch mehr gedisliked wurde, war damals das Gastvideo von Yugi Grimm, das so hart gedisliked und gehatet wurde, dass ich es am Ende wieder runternehmen musste. Das ging gar nicht. Ja, das war Hate über allem. Das hatte auch in die Richtung Kommentare und alle nur, wie kannst du nur? Aber das ist jetzt nicht das Thema an der Stelle. Ja. Und ich persönlich habe schon eine Stunde, nachdem ich dieses Video hochgeladen habe, gewusst, dass ich dazu nochmal ein Video machen muss. Und meine Meinung wurde dadurch bestärkt, dass mich jemand angeschrieben hat. Wer will ich an der Stelle nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob die Person damit einverstanden ist. Die hat gesagt, hey, pass auf, ich glaube, du hast das Video irgendwie falsch produziert, du bist es falsch angegangen, du hast sehr einseitig argumentiert und ich habe auch das Gefühl, dass du Leute, die nicht besonders viel Ahnung oder gar keine Ahnung von PSA haben in den Kommentaren, dass du die so aufhetzt gegen Leute, die PSA mögen. Und da habe ich dann erst recht gewusst, okay, da musst du wirklich nochmal ein Video machen, weil das geht ja gar nicht, ja. Und deswegen möchte ich zuerst mal auf die zwei Dinge eingehen, die von dieser Person angesprochen worden sind. Das erste ist, ich habe nur einseitig argumentiert. Ja, das stimmt. Warum habe ich das? Ganz einfach, weil es, wie bereits gesagt, kein objektives Video war. Es ist kein Diskussionsvideo gewesen, wo ich das Thema PSA objektiv begutachte oder bespreche, sondern es ist schlicht und ergreifend ein Negativvideo gewesen, das meine negative Meinung zu PSA begründet. Dementsprechend natürlich auch nur einseitige Argumentation. Deswegen sehe ich das an dem Punkt, ich sag mal, als mittelmäßig richtig an. Ja, vielleicht hätte ich das einfach objektiver gestalten sollen. Vielleicht hätte ich das komplette Video einfach objektiver machen müssen und dann eben auch positive Aspekte des Ganzen bringen müssen. Ist vollkommen klar. Der zweite Aspekt mit dem, dass ich da möglicherweise Leute aufhetze. Zuerst habe ich gesagt, das ist so ein Quatsch. Also bitte, was soll denn das? Ja, ich habe mir dann die Kommentare aber doch durchgelesen und muss sagen, ich habe die eine oder andere Person darin gesehen, die auf mich auch so den Eindruck gemacht hat, als hätte sie von PSA vorher keine Ahnung gehabt und dann einfach meine Meinung 1:1 übernommen. Zu der Thematik. Wenn ich was sage in dem Video, vollkommen egal, ob das jetzt PSA ist oder irgendwie anders meine Meinung widerspiegelt, es ist nur meine Meinung. Ja, und auch wenn ich mal irgendwie ein objektives Video bringe, muss das, was ich sage, nicht zu 100% stimmen. Ich kann mich auch mal irren. Das, was ich sage, ist nicht das Evangelium. Ja, also bitte, wenn ihr ein Video seht und das wird, ich behandle da ein Thema oder irgendjemand behandelt da ein Thema, von dem ihr nicht viel Ahnung habt, dann sagt nicht einfach, oh, so ist das. Ja, Wahnsinn, wusste ich ja gar nicht. Ich bin empört. Nein, sondern dann bitte informiert euch alternativ.
Schaut euch in dem Fall jetzt zum Beispiel diese ganzen amerikanischen YouTuber an, CyberKnight und Oldschool Expert, die haben da in Amerika so ein Format, das heißt PSA Return. Und da siehst du halt, wie die Karten auspacken, wie sie sich freuen und ganz, ganz happy sind. Und vielleicht könnt ihr euch so einfach eure eigene Meinung generieren. Schaut euch mal den Markt an, was die Dinger kosten, wie die Karten aussehen und so weiter und so fort. Bildet euch bitte eure eigene Meinung. Und was auch noch ein Punkt war, den angesprochen hatte, oder hatte ich das jetzt schon gesagt, war halt, dass ich die Leute eben so ein bisschen gegen andere Leute aufhetze, die PSA mögen. Und das ist jetzt wirklich so ein Punkt, wo ich sage, stopp. Halt, stopp, ja. Psycho Andi hier am Start. Oder wie mein Arbeitskollege sagen würde, ich starte jetzt gleich meine psychopathische Krise. Es ist wirklich nicht in meinem Interesse, überhaupt nicht, irgendwen gegen irgendwen anders aufzubringen. Überhaupt nicht. Und dieses Video, vielleicht wurde es so verstanden und wenn ja, dann tut es mir unendlich leid. Vielleicht ist dieses Video so verstanden worden, dass es sich gegen Leute richtet, die PSA mögen. Und das ist absolut nicht der Fall. Ich weiß, ich habe mich in diesem Video teilweise auf eine Art und Weise artikuliert, die für meine Verhältnisse sehr ausfallend ist. Und ich habe auch Aussagen getroffen, die vermuten lassen, dass ich Leute, die PSA sammeln, für Deppen halte. Das ist aber nicht der Fall. Ja? Überhaupt nicht. Also, ihr kennt mein Motto, jeder soll sammeln, was er möchte, solange es ihm Freude macht. Und wenn es jemandem Freude macht, halt 800 Euro für eine Karte auszugeben, die normalerweise nur 200 Euro geht, nur weil sie in einem Plastikcase ist und da eine 10 dran steht, dann soll er das tun. Ich habe damit überhaupt keinen Schmerz. Ich habe keinen Schmerz damit, dass das Leute sammeln. Und ja, ich weiß auch, dass der Markt durch Angebot und Nachfrage reguliert wird und die Nachfrage im Verhältnis zum Angebot eben relativ hoch ist. Aber mein Schmerz richtet sich eben gegen dieses Angebot und gegen diese Nachfrage, weil ich sie nicht nachvollziehen kann. Ich kann diese Nachfrage nicht nachvollziehen. So, das ist aber mein persönlicher Standpunkt. Das heißt aber nicht, dass ich die Leute, die das sammeln, verurteile. Und mir, keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, dass das einige von euch vielleicht so aufgenommen haben, dass sie sich jetzt vielleicht durch mich gekränkt gefühlt haben durch dieses Video. Es hat jetzt zwar niemand so direkt in den Kommentaren geschrieben, aber es könnte durchaus sein, ich kann mir das vorstellen. Ich meine, es haben 700 Leute gesehen, 74 Leute haben kommentiert. Da werden bestimmt einige dabei sein, die das so verstanden haben. Und an der Stelle, wenn ihr euch da angegriffen gefühlt habt, wenn ihr euch da oder von mir verarscht gefühlt habt, schreibt mir das in die Kommentare. Ich schreibe euch da auch eine persönliche Widmung drunter, eine persönliche Entschuldigung unter diesen Kommentaren. Und falls das jetzt niemand reinschreibt, trotzdem für alle, die sich so gefühlt haben, es tut mir wirklich leid. Das war absolut mein Fehler. Ich hätte das nicht so machen dürfen. Ich hätte da wirklich professioneller bleiben müssen. Das war wirklich für meine Verhältnisse extrem unprofessionell, wie ich das formuliert habe. Und das soll so hoffentlich auch definitiv nicht mehr vorkommen. Ich habe mir auch kurz darüber Gedanken gemacht, ob ich vielleicht das PSA-Video wieder runternehme, aber ich denke mir an der Stelle, nein, das war vielleicht ein Fehltritt, aber dennoch ist es halt einfach ein Video, das meine Abneigung gegen das Ganze so erklärt, wie es nun mal ist. Und dementsprechend wird das dann auch so draufbleiben. Ich hoffe, dass wir an der Stelle mit dem Thema dann durch sind. Es wird kein weiteres Video zu der Thematik geben. Vollkommen klar. Ich habe da meinen Standpunkt jetzt auch klar gemacht und das ist jetzt nochmal ein Video, wo ich vielleicht das ein oder andere richtig stelle. An der Stelle tut mir nochmal leid, so wie es vielleicht gelaufen ist und wie sich vielleicht die ein oder andere Person, die das eben sammelt, so gefühlt hat. Ich würde sagen, wir sehen uns zu einem weiteren, hoffentlich schöneren Sammelkartencheck. Und bis dahin macht's gut, Leute, und haltet die Ohren steif.